Ich melde mich aus über 1700 Metern zum sechsten Tag in Blau-Weiß. Und das gibt's heute für euch. Vorbereitung auf das Spiel Al-Hilal Riyadh, eine Medienrunde mit Freddy Bobic und eine wilde Gondelfahrt mit Peter Pekarik. Bitteschön. Nach kurzem Ständchen für Doc Schleicher und Spielanalyst Etienne ging es rein in die regenerative Einheit. Ausdehnen und leichte Aktivierung. Ja, das Spiel gestern war sehr intensiv. Das hat auch Santi zu spüren bekommen, der leider nach seinem Crash mit dem Keeper der Reds mit einer Gehirnerschütterung bis voraussichtlich Mittwoch ausfallen wird. Bei dem fulminanten 4:3-Sieg gegen die Klopp-Elf war das der einzige Wermutstropfen. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich hatte vor dem Spiel so eine gewisse Vorahnung bezüglich des Ausgangs. Ich glaube ja, es geht 3-1 für uns aus. Ja, 7 Testspiele, 7-mal ungeschlagen. Heute Abend geht es zum 8. Test gegen den saudischen Erstligisten Al-Hilal Riyadh. Da trifft Stevan Jovetic, der beim Spiel gegen die Reds einen Einstand nach Maß feierte, dann auch auf einen alten Bekannten. Denn Riyadhs Trainer Leonardo Jardim war in der Saison 18-19 Jovetics Trainer bei der AS Monaco. Stolz dürfte auch Freddy Bobic nach diesem Traumeinstand von seiner Neuverpflichtung Stevan Jovetic sein. Bei der ersten Frage der Journalisten in der Medienrunde ging es selbstverständlich auch gleich um den Mann aus Montenegro. Ja, natürlich hat er eine Qualität. Ich meine, guck die Vita an, wo er gespielt hat, wo er getroffen hat, welches Level er gespielt hat. Ja, also dann ist klar, dass er ein wunderbarer Offensiv-Allrounder ist. Freddy Bobic stellte auch gleich klar, worauf er besonders bei Neuzugängen achtet. Eins hat mir der Fußball in den letzten Jahren einfach gezeigt und hat auch jetzt zum Beispiel auch die Europameisterschaft ja in Gänze gezeigt, dass eben Mentalität manchmal auch Qualität schlägt, ja, und das immer öfter eigentlich nochmal. Ja, und das musst du schon haben in deiner Truppe und das ist sehr, sehr wichtig. Dass der Transfermarkt aber durch die Pandemie immer noch sehr schwierig ist, stellte er auch deutlich heraus. Ich gebe sehr gerne Geld aus, gar kein Problem. Ja, nochmal, auch wenn ich Schwabe bin, jeder gibt gerne Geld aus. Ne? Das ist so ganz normal. Ja. Ja, aber es ist halt einfach ein Zeitpunkt gerade, wo wir einfach nicht fühlen können, was jetzt passiert. Ja. 2 Monate ist Freddy jetzt hier bei uns. Zum Abschluss also noch Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Es ist noch nicht alles perfekt. Ja. Das kann es auch nicht sein. Ja. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Und, weil einfach ich merke, dass da eine Bewegung da ist. Ja. Ich sage jedem, Traditionsverein tut Bewegung gut. Ja. Er saß vor kurzem noch am Tisch mit Freddy Bobic und hat seinen Vertrag verlängert. Picker geht in sein 10. Jahr bei Hertha BSC und ist nun mit Marvin Plattenhardt der dienstälteste Herthaner im Kader. Zeit für eine kurze Bestandsaufnahme in luftiger Höhe. Es ist ja nicht nur fantastisch, dass ich endlich in dieser Gondel sitze, sondern ich bin auch noch in perfekter Begleitung. Pekka ist bei mir. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Es ist ja ein sehr spannendes Jahr bisher für dich, ja? 2021, erst dieser irre Abstiegskampf mit Hertha, dann Euro 2020 und jetzt noch deinen Vertrag verlängert. Wie ist denn deine aktuelle Gefühlslage? Wie geht's dir? Ja, meine Gefühle sind einfach perfekt und ich bin glücklich, weil ich kann weiter für Hertha spielen und das ist schon meine 10. Jahre, so das auch bedeutet für mich viel und ich bin sehr froh, dass bin ich so lange ein Teil von Hertha Familie. Wenn man Peter Pekarik hört, dann denkt man als allererstes professionell, Vollblutprofi, Mr. Zuverlässig hört man. Kannst du auch anders im privaten Umfeld? Kannst du auch mal nicht diszipliniert sein? Schwierig, weil ich habe schon nach 3 Tagen nach meiner Urlaub Henrik Kuchno geschrieben, wie ist mein Trainingsplan. So, ich wirklich achte auf meine Körper und dann die Körper auch sagt Danke mit den großen Belastungen und so. Und ich bin froh, dann ich habe keine
große Verletzungen in meiner Karriere und da soll ich immer noch spielen auf diesem Niveau. Jetzt bist du fast in deinem 10. Jahr. Ja? Du hast deinen Vertrag verlängert mit Marvin Plattenhardt, jetzt der dienstälteste Herthaner. Jetzt mal Hand aufs Herz, hättest du das jemals gedacht, dass du so lange bei einem Verein bleibst und dann noch bei Hertha BSC? Ehrlich, nein, weil 10 Jahre in einem Verein und Bundesliga-Verein okay. ist für Spieler etwas Besonderes, für mich auch eine große Ehre. Und ich bin insgesamt schon 13 Jahre in der Bundesliga. So, alle diese Dinge bedeutet für mich wirklich viel und ich bin sehr, sehr froh, dann kann ich für Hertha so lange Zeit spielen und immer dabei sein. Ist jetzt eine unfassbar lange Zeit, ich weiß, aber ich frage die Frage trotzdem. Gibt es irgendein Ereignis oder einen Moment, wo du sagst, boah, daran muss ich echt noch oft denken? Also, dass du irgendeinen Moment bei Hertha hattest, wo du sagst, den vergesse ich niemals. Du darfst dir Zeit zum Überlegen nehmen. Ja klar, da war auch die zwei Saisonen, in welchen wir haben zweimal Euroleague gespielt. So, das ist immer ein besonderes Moment für Spieler und auch für mich. Und ich hoffe, dass das kommt wieder. Jetzt sind wir hier in Leogang im Trainingslager. Ist ja nicht dein erstes Trainingslager. Wie ist die Stimmung? Wir waren beim Wildwasser-Rafting. Ja, gestern hat das Liverpool-Spiel 4-3 gewonnen. Wie würdest du sagen, hat sich die Stimmung verändert? Ist irgendwas anders? Mehr Zusammenhalt? Ja, erst ich muss sagen, dass auch die Bewegung in der Mannschaft ist groß, weil viele Spieler ist schon weg und viele neue hat gekommen und natürlich diese Stimmung, das merke ich auch hier in das Trainingslager und diese Rafting oder auch jeder Training, gestern den Spiel und tolle Gefühl nach dem Sieg gegen so starke Gegner. So, das macht die Mannschaft stärker und stärker und ich hoffe, das kommt der wichtigste Punkt, wenn wir anfangen in nächste Woche in Pokal. Jetzt sind mit Davy Selke und Prince ja auch sehr laute Typen zurückgekommen. Glaubst du vielleicht, das hat ein bisschen gefehlt letzte Saison? Also ist wichtig, dass solche Typen wieder da sind? Ja, absolut. Das sind sehr wichtige Spieler für uns. Nicht nur in den Trainings oder auf dem Platz, aber auch außer dem Platz. Die machen die Mannschaft immer zusammen und das merkst, dann merkst du es schon sofort. Pekka, jetzt war die letzte Saison ja für dich persönlich richtig gut, ne? 3 Tore, eine Vorlage. Ich habe mal in deinem Trefferkonto davor geguckt. Ich glaube, in der gesamten Zeit war es nur ein Tor. Was hast du denn so gemacht? Hast du heimlich geübt? Oder woran lag es, dass du einfach echt gut getroffen hast letzte Saison? Ja, diese Note war für mich so das erste Mal. Ich habe in der Bundesliga mit auch den Pokaltor 4 Tore. Stimmt, das will ich nicht unterschlagen. Ja. So, für mich. Für diese Seite eine besondere Saison. Hast du ein persönliches Ziel für die neue Saison? Ja, persönliche Ziele. Ich will wieder unserer Mannschaft helfen auf dem Platz. Wieder volle Gas geben und natürlich als Mannschaft. Wir setzen uns die Ziele, ich denke, vor dem ersten Spiel, aber natürlich, ich will eine gute Saison erreichen. Okay, ich hoffe auf mindestens 4 Tore von Peter Pekarik. In diesem Sinne, ciao. 6. Tag, check. Morgen dann schon die letzte Frühstückspost und auch den letzten Tag, denn am Sonntagmorgen geht schon wieder zurück nach Berlin. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende.